Blick? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so spät noch störe. Ich. Ja, aber bitte kommen Sie doch herein. Danke. Wir fahren ja schon sehr früh morgen. Sonst hätte ich Ihnen den Schlüssel auf die Schreibstube gebracht. Was für ein Schlüssel? Es ist alles ein bisschen eng hier. Seit dem Tod meiner Mutter habe ich die anderen Zimmer vermietet. Deshalb steht ja auch so viel rum. Stört Sie das Radio? Ich lasse es immer laufen wegen Fliegeralarm. Oh nein, nein, bitte. Aber bitte legen Sie doch ab. Was für ein Schlüssel, sagten Sie? Ach ja, richtig. Ich habe nämlich noch eine Kiste auf meinem Zimmer in der Stadt mit ein paar Privatsachen. Vielleicht könnten Sie sich darum kümmern, wenn irgendetwas passieren sollte. Was soll denn passieren? Die anderen Transportoffiziere sind doch auch alle... Ja, bis auf den Oberleutnant vor 14 Tagen den Tiefflieger erwischen. Bringen Sie eine Tasse Kaffee mit? Oh ja, gerne. Ich habe nämlich sonst niemanden, den ich darum bitten könnte. Hier ist der Schlüssel. Gut, ich hebe ihn auf die paar Tage. Warum sehen Sie mich denn so an? Wie lange sind Sie eigentlich schon bei uns auf der Schreibstube? Anderthalb Jahre. Ja, richtig. Ich war ein halbes Jahr da, als Sie kamen. Aber Sie sind der ganzen Zeit niemals richtig angesehen. Wo so viele Männer rumlaufen, da ist es mir ganz lieb, wenn man mich ein bisschen übersieht. Nein, nein, das liegt an meinen Augen. Ist eigentlich unglaublich, dass der Major Sie wegschickt. Na, er mag mich nicht. Findet mich schlapp. Schlechter Soldat. Finden Sie das so schlimm? Na, ein bisschen komisch kommt man sich schon vor. Im ganzen Krieg noch keinen scharfen Schuss gehört. Immer noch in der Garnison und hier ist man auch nichts anderes als ein besserer Polizist. Ich hätte sonst in eine Munitionsfabrik gemusst. Wäre vielleicht besser gewesen. Wieso? Die Akten, die ich bei uns immer lesen muss. Die Urteile. Finden Sie das alles richtig? Nein. Nein, aber... Es ist Krieg. Es muss einfach hart durchgegriffen werden. Das glauben Sie doch selbst nicht. Sehen Sie mit meiner Kurzsichtigkeit. Das ist ja nicht das Schlimmste. Kurzsichtig sind viele Menschen. Aber bei mir ist das etwas anderes. Das ist eine reine Nervensache. Ich hatte das als Kind schon. Fing im Waisenhaus, da fing es an. Immer wenn ich in eine schwierige Situation komme oder wenn ich erschrecke, dann sehe ich überhaupt nichts mehr. Dann wird alles unscharf. Dann verschwimmt alles vor meinen Augen. Vielleicht wollen Sie alles nicht so genau sehen. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich bin wohl zu feige. Ach, Unsinn. Sie sind einfach zu anständig für diesen Dienst da. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Und danach werden mich meine Gefangenen jetzt nicht fragen. Sie werden die erste Gelegenheit wahrnehmen, um mir den Schädel einzuschlagen. Sagen Sie doch sowas nicht. Sie werden zurückkommen. Das ist nett, dass Sie das glauben. Vielleicht ist auch ein bisschen Egoismus dabei. Achtung, Achtung! Wir geben eine Luftlagemeldung. Starke feindliche Bomberverbände im Raum Hannover-Braunschweig mit Kurs auf Südwest. Ich wiederhole. Starke feindliche Bomberverbände im Raum Hannover-Braunschweig mit Kurs auf Südwest. Das kann ja eine hübsche Reise werden. Ach, Sie schaffen das schon. Eigentlich bin ich auch deshalb gekommen. Ich hatte gehofft, dass Sie mir ein bisschen Mut machen würden. Ausgerechnet ich. Dabei habe ich im letzten Jahr selber oft einen Menschen nötig gehabt, der mir ein bisschen hilft. Naja. Also... Wenn ich zurück bin, dann sehen wir uns öfter. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Ach, bleiben Sie doch noch, bitte. Störe ich Sie auch wirklich nicht? Eigentlich kein Wunder, dass Sie mich nie beachtet haben. Jetzt hat in der Stadt auch der letzte Friseur geschlossen. Alles, was ein bisschen hübsch macht. Nicht mal Lippenstift gibt's. Sie gefallen mir aber auch so sehr gut. Wie
lange soll das eigentlich noch dauern? Mit dem Krieg, meine ich. Ich denke, im Sommer spätestens ist Schluss. Höchste Zeit. Sonst sind die schönsten Jahre vorbei. Die schönsten Jahre eines Mannes sind das Soldatsein und der Krieg, sagt Major Krugstein. Ach, der. Dabei müsste ich ihm eigentlich dankbar sein. Wofür? Wenn er Sie nicht zu dem Transport kommandiert hätte, dann wären Sie doch nie zu mir gekommen. Sie freuen sich wirklich, dass ich da bin? Sagen Sie mal, werden Sie später wieder in der Schule unterrichten? Woher wissen Sie das? Sitzt ja schließlich auf der Schreibstube. Da habe ich Ihren Lebenslauf gelesen. Ich bin möglichst schnell wieder zurück. Und dann warten wir hier ab, bis alles vorbei ist.